Ich denke, jeder, der diesen Entdeckergeist in sich trägt, kennt genau diese Hassliebe. Einerseits wollen wir Abenteuer erleben, unberührte Natur spüren. Andererseits wollen wir aber unsere Komfortzone nicht verlassen. Es ist diese Ungewissheit, die im Abenteuer steckt, die uns dann oftmals abschreckt und uns von den spannendsten Erfahrungen zurückhält. Aber was wäre, wenn wir genau beides haben könnten? Alex ist zu weit hinten, oder? Der muss ein bisschen weiter näher hier ran. Oder täuscht es? Ja? Du musst noch ein bisschen näher hier, Alex. Du musst mal nach rechts, hier ein bisschen nach rechts lenken und dann zurück, sonst stehst du zu weit hinten. So, erreicht, 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 erreicht. So, und jetzt zurück. Noch einen Tick zurück, Alex. Nochmal 10 cm. Nochmal. Jetzt stopp! Perfekt. Perfekt. Optimal. So sieht es also aus, wenn man sein Zuhause mitten in der Wildnis aufbaut. Ich erinnere mich gut an einen Satz, der während unserer Reise gefallen ist. Ich vermisse von zu Hause nichts, weder mein Bett noch meinen Kühlschrank.
Dieser Satz mag erstmal logisch klingen. Schließlich fahren wir Tag für Tag durch atemberaubend schöne Landschaften und genießen auch jede Sekunde davon. Aber dieser Satz beschreibt viel mehr. Es ist die Mischung aus dem Gefühl von unglaublicher Freiheit, mit den Autos an jeden Ort zu kommen und dort dann aber sein 5-Sterne-Zuhause aufbauen zu können. Es ist schön zu wissen, dass man nach einem Tag voller Action, egal wo man ist, mit seinen Freunden gemütlich kochen kann. Und dazu noch die Nacht in einem Zelt verbringt, das schon sehr nahe an einem Bett ist. Dank der richtigen Planung und vor allem natürlich unserer richtigen Ausrüstung erleben wir so jeden Tag das perfekte Erlebnis mit der Kombination von Erholung. Eine Dusche für den Morgen haben wir übrigens auch dabei. Also eigentlich ist fast alles wie zu Hause. Nur der Ausblick ist definitiv schöner. Auf geht's. Eine Sache, die wir sofort nach den ersten Tagen für uns festgestellt haben, ist, dass man ein Land und dessen Facetten mit dieser Art von Reisen komplett anders kennenlernen kann. Wir vier Jungs sind alle naturbegeistert, aber von diesen unendlichen Weiten in Bosnien sind wir echt mega beeindruckt. Teilweise fahren wir tagelang durch die Steppe und fühlen uns so ein bisschen an den Wilden Westen erinnert. Ich denke, so erleben echt nur die wenigsten dieses kleine Land. Unsere Tour wurde genau so geplant, dass wir alle paar Tage in den Supermarkt anfangen können, beziehungsweise eine Tankstelle, um unsere Reserven aufzufüllen. Nach unserem kurzen Zwischenstopp ist unsere Kühltruhe wieder mit Bier aufgefüllt, die Wasservorräte aufgetankt und die Autos bis oben hin voll mit Sprit. Immer wieder sind kleine Straßenetappen eingeplant, um Strecke machen zu können. Es gibt Tage, da schaffen wir im Gelände nicht mehr als 40 Kilometer. Deshalb ist es auch mal ganz angenehm, wieder Teer unter den Reifen zu spüren. Für uns geht es jetzt noch weiter Richtung Osten. Wir freuen uns alle riesig auf Montenegro. Es wurde uns viel Wasser und hohe Berge versprochen. Während wir also so entspannt diese Straßen langfahren und uns alle auf Montenegro freuen, wissen wir noch nicht, dass jetzt der allerhärteste Tourabschnitt kommt. Wir müssen noch über 2000 Meter hoch, diesen Berg erklimmen, auf der anderen Seite wieder runterfahren und dann geht's nach Montenegro.
Uns erwarten Hindernisse, mit denen wir nicht rechnen und vor allem wir brauchen viel, viel länger als erwartet. Was man nicht vergessen darf, ist, dass wenn man wirklich im starken Gelände fährt, höchste Konzentration gefordert ist, ja, für den Körper als auch für den Kopf. Das heißt, gerade wenn wir mal so ein bisschen entspanntere Tourabschnitte haben, genießen wir das und planen vor allem unsere nächsten Tage. Das heißt, wenn wir wissen, wir sind jetzt längere Zeit weg von der Zivilisation, gucken wir, dass wirklich alle Reserven aufgetankt sind und wir dann entspannt und voller Enthusiasmus ins nächste Abenteuer starten können. Dadurch, dass wir relativ starke Höhenunterschiede auf unserer Tour haben, ist auch die Vegetation komplett unterschiedlich. Im Tal haben wir oftmals Steppe und Richtung Berg dann sehr, sehr dichte Wälder. Mit jeder Kurve kommen wir jetzt höher und das Gelände wird sehr viel anspruchsvoller. Die Untersetzungen sind schon lange eingelegt und man hört, wie die Autos arbeiten müssen. Auch die Temperatur und das Wetter ändern sich jetzt. Wir fahren in dichten Hochnebel und es hat vielleicht noch maximal 10 Grad. Unser Weg wird jetzt von Meter zu Meter anspruchsvoller und immer schmäler. Teilweise müssen wir sogar Äste wegschlagen, um weiterfahren zu können. Kurze Aufnahme der Situation. Das ist der Weg, der ist ganz am Ende, da geht gar nichts mehr. Hier sind die Autos, die werden jetzt hier durch den Wald nach oben fahren, dann da drüben runter. Das ist heftig. Links, rechts, 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 rechts. Und jetzt kommt der kritische Punkt. Du musst jetzt mitbremsen, der hat zu schnell den Gas gegangen. Ein bisschen links, noch ein bisschen links. Gerade lenken, gerade lenken, nicht zu schräg, sonst kippt das Auto. Gerade. Unten bist. Weiter. 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 Ja, geht doch. Das ist gestört. Wir haben ungefähr schon 5 Hindernisse überwinden müssen und jetzt ist hier einfach. Ist jetzt hier einfach Stein abgegangen auf der Straße. Wir kommen nicht weiter. Also die Jungs bauen jetzt hier, man sieht es so schlecht, aber die bauen jetzt hier eine Rampe, damit wir über den Steinbruch fahren können. Hochkommen. Komm Jungs, da müssen wir es auch noch mit klein ein bisschen auffüllen, weil das rutscht natürlich weg. Ja, ja, kipp ihn nach vorne, ist okay. Ja, perfekt. Der war super. Gut liegt er noch nicht, er muss noch tiefer. Der liegt auf so einer scheiß Kante, der wackelt sonst rum. Das ist auch schwer. Schieb ihn noch mal runter. Ja, so, okay. Ja, da muss noch weg. Fuck, die Ted ist einfach nicht mehr befahrbar von der einen Seite. Die sind jetzt über diesen Bergkamm gekommen und wollten sie halt noch zu Ende fahren. Wir haben uns
Und jetzt haben wir irgendwie 5 Hindernisse schon umgangen. Jetzt kommt halt diese Steinlawine hier runter und es geht hier wieder nichts. Wir brauchen jetzt eine Rampe und dann hoffen wir mal, dass es weitergeht. Bei so einem Sonnenaufgang sind die Strapazen in der vorherigen Tour natürlich schnell vergessen. Wow, Montenegro beeindruckt uns vom ersten Tag. Leider heißt es für uns aber auch, langsam die Rückreise anzutreten. Ein letztes Mal auf den Berg fahren, die Aussicht genießen und die Reise Revue passieren lassen. Ja, was bleibt hängen in 2 Wochen, in denen man so unglaublich viel erlebt? Für mich als jemand, der super, super gerne fotografiert, natürlich die unglaubliche Landschaft. Sowohl Bosnien als auch Montenegro haben wirklich richtig Eindruck hinterlassen. Aber natürlich war es auch ein Riesenspaß, in Form dieses Videos die Momente, die wir gemeinsam erlebt haben, festzuhalten. Hallo! Und dann fährt ihr rechts rüber aus, aber es ist auch, dass die Kontrolle über das Auto verliert. Fährt rechts aus und zieht vorbei. Sobald ihr unten hier vorbei seid, dann seid ihr die Szene sowieso vorbei. Haut drauf! Ja, Mann! Dann natürlich die abendlichen Vorbereitungen fürs Lagerfeuer. Und natürlich die herausragenden Ausblicke, wenn wir auf über 2000 Meter Höhe waren. Aber auch die einfachen Dinge wie Kaffee trinken am Morgen mitten im Wald bleiben natürlich hängen und in Erinnerung. Tollen Bergseen in Montenegro, die für mich teilweise nicht so einfach zugänglich waren. Sorry, schau mal in die Kamera. Unfassbar spektakulär waren auch die gewaltigen Wolkendecken, die wir teilweise im Auto durchfahren sind oder auch mit der Drohne durchflogen sind. Und natürlich diese ewig langen Fahrten durch die bosnische Steppe. Unsere einsamen Camps mitten in der Wildnis und wo wir Karten gespielt haben. Wahrscheinlich hat jeder von uns am Ende andere Erinnerungen, aber eine Sache, die auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist dieser Spaß, der jedem ins Gesicht geschrieben war, als wir mit diesen Autos einfach durchs Gelände geheizt sind. Am Ende ist es natürlich die Gesamtheit der Erlebnisse, die wir gemeinsam auf diesem Trip gemacht haben. Und ich kann euch nur sagen, macht es einmal, es ist so geil. Yeah.
Nee, aber ich habe verschiedene Perspektiven mal. Hau'n dran, Alex! Alex, gib's ihm! Alex, denk mal kurz an Michael Ludwig. Alex Lumpmeter, Schorschi, der Holzhacker, der Heute! Schorschi? Schatten. Hände aus den Hosentaschen, ihr seid jetzt eben im Kameramodus. Also ihr klappt jetzt das Zelt, auf geht's. Halt, läuft schon. Das kommt auch ins Video. Scheiße, war das krass. Also es gab eigentlich ein bisschen Rallye fahren. Zweck? Aber lass die Brille auf beim Schwimmen.